Vor nunmehr 11 Jahren gründete sich mit dem freien und unabhängigen Seniorenverein eine tragende Säule im Gemeindeleben St. Antons. Vereinsgründer waren der jetzige Obmann Ottmar Schranz als auch sein Vorgänger Kurt Flunger. 168 Mitglieder zählt der Verein, der Menschen ab 50 Jahren ein abwechslungsreiches Angebot der Freizeitgestaltung bietet. So finden monatlich Aktivitäten wie Tagesausflüge, Geburtstagsessen, Adventfeiern oder sonstige gesellige Zusammenkünfte statt. Der Seniorenverein St. Anton steht auch für ein generationenübergreifendes Miteinander. So werden auch jüngere Vereinsmitglieder ab 50 Jahren herzlich willkommen geheißen.